Herzlich willkommen bei Panouts! Ebisumaru sagt wieder Hallo bei Mystical Ninja, starring Gilmon, der schwimmt, das ist das geil. Pat Sallon spielt in dieser Folge und wir sind hier an einer Brücke, das ist total irritiert. Er erzählte gerade das, was du erzählst. Genau, wir sind hier an einer Brücke und da wollen wir einfach mal rüber und deswegen geht Ebisumaru hin und spricht jetzt mit diesem verrückten tanzenden alten Mann. Hallo. Hey, du, Reisender! Du bist auf dem Weg zum Goldenen Tempel. Warum hörst du dir nicht meine Geschichte an, wenn du da bist? Mein oder Samen. So? Mein Samen. Ich werde sogar einen Song einbauen und eine Autogramm-Session. Ja, dann los. Hey, du. Reisender. Ja, was heißt Sermon? Ey, ich google das und du gehst woanders lang. Okay, mach ich. Hatten wir alle Tore abge? Nee, wa? Eins fehlt noch. Ich weiß nicht, bin mir relativ unschlüssig. Ich glaube, hier war noch was. Samen. Ah ja, es sieht so aus, als wenn wir hier noch nicht gewesen wären. So. Das ist eine Tür, die nach Bizen führt. In der Shogoku-Region, westlich von hier. Predigt. Okay. Ja. Neulich hat da irgendwie so ein komisches Kind herumgewuselt und hat die Tür verschlossen. Das ist ein richtiges Problem. Krass. Ja, die Tür ist zu. Hat er ein Kind verschlossen. Das ist ein richtiges Problem, ne? Kann an dem Wasserkack langlaufen, oder? Ja, das werde ich auch tun. Oh Gott. Ebismar. Moment, ich möchte mit dir. Guck mal, die geilen Wassereffekte, Quatsch. Es ist nice. Nicer Dicer. Achso. Dachtest du, jetzt kommt ein Nicer Room? Es kam kein Nicer Room. Ja, ich bin sehr enttäuscht von dir. Kommst du da hoch? Nee, ne? Nein. Oh, wieder. Was sind einfach diese Wand. Mann, Kamera, Alter. Willst du da nicht weiter? Ja, doch. Ich will gucken, warum die Wand auf immer weg war. Ja, war oder halt oder Weitsicht. Das wegen dem Effekt wegen war ein Weitsichtproblem. Nice. Saru. Danke. Guck mal, hier geht's schon mal so. Ich werde aber trotzdem erstmal weiter. Ich glaube, da oben waren wir auch schon mal auf der Brücke. Ja, sieht für mich so aus, als wenn es hier in die Stadt reinführt. Nee, geht's doch zu dem Angler-Typ. Guck mal, hier oben. Hier kannst du hochklettern. Ja, ja. Oh Gott, da musst du natürlich so stylisch ranspringen. Krass, ja, oder? Das ist die Anglertuse. Hallo. Darrr. Ich wusste, hier in dem Teich sind Fische. Aber ich habe noch gar keinen gefangen. Hm. Sprich mal mit einem anderen Charakter sie an. Ich bin. Hallo. Oh. Darrr. Nee. Okay, mit Ebismaru vielleicht? Das ist mein Eigentum, Oshiwaka. Wobei, ich glaube, Ebisumaru wird im Tempel klein, ne? Darm. Okay. Na, ich habe das noch irgendwie... Ja, jeder hatte eine Fähigkeit, ne? Ebisumaru konnte klein werden, Goemon konnte groß werden. Nee, Goemon wurde... der konnte schon. Zum Super Saiyajin wurde der. Ah. Was konnte je? Ach, die war Meerjungfrau, ne? Fisch. Meerjungfisch. Und Sasuke? Jetpack? Bei Sasuke weiß ich es nicht mehr. Aber der ist ja auch so ein Late-Game-Charakter. Ich guck der so spät? Der kommt relativ spät, ja. Honey! Oh, verdammte Axt. Was hat der weiße Hund vielleicht zu sagen? Der hat sogar einen Namen. Ja, das sind die oberen Dinger vom Ententeich. Midstream, ja okay, Downstream brauchen wir auch nicht hin. Gerade wie das Wasser hier funktioniert. Danke. Und? Ist da hinten noch irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Man wäre eine Katze, dann müsstest du sie mindestens jetzt schon sehen. Ja. Damn. Gut. Es hat nicht jede Stadt seinen eigenen Wahrsager, ne? Weiß ich nicht. Ein paar, vielleicht sollten wir doch mal mit Menschen reden. Achso, ich wäre jetzt ansonsten die Häuser abgegangen. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Da ist nur eine Person in der Stadt. Die über Gojo Ohashi Bridge gekommen ist. Ohne Benkei irgendwas zu geben.
Sein Gesicht sieht echt gut aus. Aber wenn es um seine Personalität geht. wir sind doch bei dem Kappa einmal. Geh mal bei dem Kappa durch. Sind wir nicht auf der falschen Seite oder so? Hat die Stadt zwei Seiten? Nee, ich habe eigentlich gerade eine Runde gedreht. Durch den Fluss und so. Achso. Glaube ich. Guck mal hier. Das ist der Wahrsager, ja. Oh, Plasma! Hallo. Audi. Danke. Das ist mir auch 10 Dinger wert. Das ist gruselig. Plasma! Okay. Damit Bankai zur Gojo Ohashi Bridge geht, sollen wir den Root Guy treffen. Der fischt im Duck Creek in Sassentown. Aber waren wir nicht? Sind wir nicht gerade in Sassentown? Und waren wir nicht? Ja, da sind wir. Und wir waren doch gerade im Duck Creek, oder nicht? Den Root Guy. Das war doch aber eine Sie. Ich hab gehört, da gibt es Leute, die so eine gigantischen Roboter benutzen, um Städter zu verletzen. Das seid ihr nicht, oder? Das seid ihr nicht, nee, oder? Nee. Da müsst ihr uns verwechseln. So, den Root Guy in Sassentown. Im Duck Creek. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Olle ist. Ja, nur wir haben ja voll mit der getalkt und es war ja auch richtig lax, ne? So, ich werde hier nochmal kurz reingehen. Mein Kappa. Kappa, Kappa, Bonito, Bonito. Kappa, 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 Camellia. Man braucht das... das ist jetzt nämlich hier eine andere Hälfte. Siehst du? Guck mal. Ja, aber man kann die doch übers Wasser und so. Sind wir von hier gekommen? Straight ahead. Da ist nämlich die Brücke. Okay, dann gehen wir doch mal da kurz Hallo sagen. Wahrscheinlich müssen wir erst bei der Brücke merken, dass wir... Hey! Stopp! Wenn ihr hier rüber wollt, dann gebt mir einen Schatz. Den Schatz, den ihr habt. Los jetzt, was macht ihr? Ich hab keinen Schatz. Ich hab keinen Schatz. Da, ihr seid einfach für nichts gut. Ich möchte. Okay, das andere willst du nochmal? Nee. Ja, wollte ich aber eigentlich mal, genau. Ging wahrscheinlich nicht. Oh. Gehst du jetzt zum Teich oder was? Ja. Wobei ich gerade das Gefühl habe, dass ich in die falsche Richtung laufe. Ah, guck mal, da oben hätte man. Da ist was. Da müssen wir doch über drei Ecken auch hinkommen. Jetzt spring da mal ran! Warum hält die da sich. Die überall halten die sich fest, aber da nicht. Oh je, ich kann keine Münzen schmeißen. Mann. Nee, wird nix. Wird nix. Da! Da, ich bin dran. Tja. Na, jetzt bist du. Ja. Völlig falsch. Ja. Da ist nichts. Ja. Nee. So. Niemals. Ja. Hoch. So ein Motorrad wäre jetzt geil. Im Wasser. Ja, ein Hoverrad. Hovermotorrad. Hovermotorrad. Das ist verrückt. Ich weiß noch ganz genau, dass ich früher als kleiner Scheiße auch in dieser Dreckstadt hecken. Das ist immer das Gleiche, ja. Ging vor allem damals, du wusstest ja gar nicht, was sie dir überhaupt erzählt haben. Ja. Und jetzt weiß sie es und kommt trotzdem nicht klar. Na, jetzt bestimmt redet sie mit dir. Ja. Was? Was wollt ihr? Kennst du Bankai? Natürlich kenne ich den. Er ist ein Folger von mir. Warte eine Sekunde. Ich wette, dass ihr versucht, über die Gojo Ohashi Bridge zu kommen, die Bankai blockiert. Hab ich da recht? Ja. Warum habt ihr mir das nicht sofort erzählt? Ja, haben wir doch. Ja, tut mir einen Gefallen und ich sag euch, wie ihr mit Bankai umgehen sollt. Okay. Was sagt ihr? Werdet ihr mir einen Gefallen tun? Ja. Wäre sicherer. Dann ist es entschieden. Okay, fangt mir Fische, Mann. Von dem Ententeich. Fangt bitte 3 blaue Fische. So. Da, es ist doch der Ententeich. Wo gehst du denn hin? Sicher, dass es da drin ist? Das ist doch der Ententeich.
Nee. Was man hier machen muss, weiß ich sogar noch. Die sind nämlich hier vereinzelt verteilt. Ah! Siehst du. Also jetzt drei blaue. Da. Ach Gott, das ist ein blauer Fisch. Einfach sammeln, oder? Okay. Call the blue fish. Kann man die Map ausmachen? Das ein. Guck. Wenn jetzt aus der See einen roten. Das weiß ich nicht. Darum werde ich versuchen. Also lieber ganz genau. Ja. Na, da hinten ist ein roter. Ein gelber. Ein blauer. Weep. Oh Gott. Also ist aber ein bisschen süß, ne? Caught three blue fish. Vor allem, warum will die denn genau drei blaue Fische? Sag mir doch, was du kriegst. Ja, aber ey. Von dieser Fischbezeichnung, die Sorten, blau. Aber ich find gut, dass wir jetzt weitergekommen sind. Ich hatte Angst, dass wir jetzt ein bisschen. Ich frag mich, was jetzt der Trigger war. Ich glaube, das ist der. Weil, doch, wir mussten einmal mit Benkei gesprochen haben. Ja, Benkei und nicht den Baumesser. Ja. Genau. Oh, ihr habt das geschafft. Okay, als nächstes 5 gelbe Fisch. 5 Gelbfisch. Oh, hier sind auch welche. Oh, ja, hier wären blaue gewesen. Da ist ein gelber. Ein Geschwänchen. Also zweimal hätte es auch getan. Das ist. Wie viel gelbe? 5, ne? 5, ja. Ja, aber das ist hier der Vorreiter von MMORPGs. Weil bei den gehypten MMORPGs macht ihr den ganzen Tag nichts anderes, außer fangt 5 gelbe Fische. Den ganzen Tag 5 Stück. Ja. Okay, die werden sie schon. Ja, 2 hast du jetzt. 3. Ist hier noch einer? Dann brauchst du noch wie viel? 2? Nein. Da hinten sehe ich schon einen. Ja. Kicksen so. Arschloch. Ich meine, die roten fehlen noch, ne? Sollen wir dann 7? Ich gehe mal davon aus, dass das hier alle anderen sind. Einer noch, ne? Oder wie viel? Jawohl. Dann haben wir alle Fische und dann wird nämlich die Tuse, dessen Namen ich vergessen habe. Oder nee, ist noch ein Typ Root Guy, ne? Hieß es ja vorhin. Ich fand, das war aber nicht zu erkennen, dass es sich dabei. Für mich ist das eine Frau. Ja, für mich auch. Ich möchte auch meine Erinnerung da nicht. Boah! Arschloch! Zerstören und bleib bei der Geschichte. Deine Erinnerung nachts mit dem weichen Kissen. Als du an den Root Guy gedacht hast. Ja, manchmal ist dem so. Oh, Vorsicht, ein Fisch! Was? Da. Called 5 yellow fish. Komm, auch mit dir. Ah, oh, bist du schwerfällig. Ja. Ja, no. Sehr gut. Okay, das ist der letzte. Gib mir 8 rote Fische. Oh mein Gott. Da ist schon mal ein Fisch. Hallo? Da ist schon mal ein Fisch. Und nach 1, da kommen 2 Fisch. 2 Rotfisch. 2 Rotfisch? Mhm. Ja, ich glaube da erst. Genau. Weep, weep. Oh Gott. Was soll denn das? Ey, der ist ultra schnell. 3. 4. Oh Gott. Vorher waren da überhaupt gar keine Fische. Ja. Die wirst du nach dieser Aktion auch nie wieder sehen, weil wir sie alle geklaut haben. Und das Dorf verhungert jämmerlich. 5. Na. 6. Jetzt stell dir mal vor, wenn du jetzt einen anderen Fisch sammeln würdest, sagt das Spiel, nee, deine Anzahl passt nicht, jetzt musst du alles nochmal von vorne machen. Ist das ein roter? Der ja. Sieht rot aus, der war doch eben nicht da. Ja. Komm her. Level up. Na guck mal, die letzte Meldung sagt uns sogar, dass wir die alle haben. Ja, aber vorher macht er ja gar keinen Indikator über die Anzahl, die du hast. Genau.
Ja. Oh, nur blaue, ey. Ah, wir haben es ja gleich. Almost. Almosen. Das ist der letzte, ne? Oh, ist der schnell. Ja. So. 8 rote Fische gefangen. Nee, doch, das ist ein Junge. Jetzt sind die wirklich im Teich. Ja, das ist geschafft. Bling, 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 bling. Mit all diesen Fischen werde ich nie wieder hungern. Oder für eine Weile erstmal nicht. Ja, wie versprochen. Tada! Halt. Wirf das auf Benkei. Ich. Ja. Achilles hier? Die Achillesferse. Okay. Seine Achillesferse ist ein Baumstumpf. Ja. Das ist. Macht Sinn. Ja. Okay. Auf so vielen Ebenen. Ich mag die Musik in dieser Stadt. Die ist ultra chillon. Ja. Früher habe ich sie gehasst, weil ich sie den ganzen Tag gehört habe, weil ich nicht weitergekommen bin. Ja, aber es ist auch echt wirklich schwer. Man muss halt genau wissen, dass das den Scheiß jetzt triggert. Ja. Aber wenn man mit dem Wahrsager spricht und dann ein bisschen darauf achtet mit Sarsentown und Duck Creek und so, ist es machbar. Ja, aber ist schon machbar, genau. Als Steppke weiß der ja gar nicht, was sie dir alle hier erzählen. Mhm. Mach mal Karte an, ey. Ich sehe ja gar nicht. Warum? Ich weiß, wo es lang geht. Du weißt, wo es lang geht? Ja. Ich bin Pet und ich weiß, wo es lang geht. Ja, ist auch so. Ey, Pete. Ja, siehst du, da geht's nämlich nicht lang, sondern hier. Da. Mhm. Oh Gott, das war's mit der Karte. Spielen. Ich spiele das Spiel. Du zerstörst das Spiel. Willst du darüber spielen? Oh Gott, natürlich schafft das auch noch. Warum auch nicht? Wie ein Held. Mhm. Ding! Hey, hey, geh da hinten! Du! Wollt ihr über die Brücke? Ich kann es an deinen Augen sehen. Ihr wollt kämpfen. Na gut. However, wenn ihr verliert, werde ich euch weit, weit wegballern. Nun, nun. Es ist ein Kampf mit Benkei. Ach, daran erinnere ich mich sogar noch. Achtet auf den Moment, wenn Benkei den Boden berührt, wenn er springt. Danach, kurz. Und schmeißt die Achillesferse auf ihn. 3-mal in dem Zeitraum. Limit. Das Gegenstand kann geschmissen werden, indem B drückt. Ruhig, schau, beginn. 1. 2. Das war... 4. Ich habe das schwer in Erinnerung. Ja. Und als die Achillesferse auf Benkei geschmissen wurde, Achillesferse war die Schwachpunkt von Achillesferse. Von jemandem. Das ist irgendwas fishy about the story. Ja, da ist irgendwas an der Geschichte dran oder so. Willst du den machen? Ah! Besiegt worden zu sein auf derselben Art und Weise von Ushiwaka. Wie in Ushiwaka. Bitte, ich flehe euch an. Sagt niemandem, dass ich verloren habe. Ich lasse euch durch die Brücke. Und ich gebe euch was von meiner Sammlung. Der vierte Player. Was ist das denn? Wow. Ist unser Freund Sasuke. Was Benkei aus seiner Sammlung hervorgeholt hat, war... Irgendwas mit Batterien. Ja. Es war niemand anderes als der mechanische Ninja Sasuke ohne Batterien. Wo habt ihr denn das her? Ja. Ist vom Himmel gefallen, irgend so ein Tag. Ich frage mich, ob das irgendwas mit der Explosion von dem Wise Man's Haus zu tun hat. Skeptischer Blick. Naja. Achso, er erzählt auf jeden Fall keiner Menschenseele, dass ich verloren habe. Ah, Mechanical Ninja. Mm-hmm. Sasuke. Geh weg. Ohne Batterie. Okay. Yamato.
Oh, cool. Das, du lebst doch. Ah, die 2D-Bäume, daran erinnere ich mich. Die 2D-Bäume. Die gucken immer in deine Richtung. Ja, okay, es gibt das Haus und 2 Gänge. Und Coffee-Angst. Warum jumpst du da so runter? Ich habe nicht gesehen, dass da ein Abgrund ist. Willst du nicht ins Haus? Ja, doch, möchte ich. Ich wollte aber die Umgebung trotzdem ein bisschen mitchecken. Yamato, schreien! Na, mit magischer Kraft versiegelt. Okay. Wohin möchten wir zuerst? Den unteren Punkt von den beiden Punkten. Also den. Den Punkt, genau. Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, dass wir hier die Gegner noch wegquetschen, was wir jetzt gerade getan haben. Und Nico? Dann ist das Ende der Folge. Also Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann liken, teilen, kommentieren, abonnieren und ja, tschüss. Tschüss.